Guten Tag, Herr Dr. Müller van Issen. Guten Tag, lieber Herr Flöth-Otto. Schön, dass ich Sie hier treffe. Wir sind hier auf der Internationalen Gartenausstellung in Essen. Und ich freue mich, dass Sie mich bei dem Rundgang und bei den Besuchen bei den Partnern begleiten. Und ich freue mich darauf, Ihnen sehr interessante Aussteller auf der IPM, der weltgrößten Pflanzenmesse, zeigen zu können, mit voller Erwartung für die Saison 2011. Ja, prima. Dann lassen Sie uns mal losmarschieren und lassen Sie uns zu dem ersten Partner gehen. Wer ist das? Wir beginnen mit dem Unternehmen Emsar. Ah. Die Firma Emsar baut ihre starke Marktposition aus dem Hausgerätemarkt und ihre Innovationskraft jetzt aus, um auch im Gartenmarkt eine starke Position zu erreichen. Und in diesem Stand werden wir sehen, was diese Innovation umgesetzt in Produkten und Lösungen bedeutet. Guten Tag, Herr Dorniak. Hallo, Herr Flöth-Otto. Hallo, lieber Herr Dorniak. Wir freuen uns, dass wir bei Ihnen sein können. Ja, herzlich willkommen. Das ist ja ganz toll, dass man die Firma Emsar hier auch auf dieser Messe findet. Ich kannte sie bisher nur aus Kaffeekannen und aus anderen häuslichen Artikeln. Ja. Haben Sie das neu aufgebaut oder ist das jetzt eine Erweiterung, dass man alles rund ums Haus mit im Verkaufsprogramm aufgenommen hat? Sie werden sich jetzt wundern, aber den ersten Blumentopf hat die Firma Emsar schon Ende der 50er Jahre produziert. Und insofern ist Garten nicht neu. Aber wird derzeit gerade richtig neu belebt. Ja, sehr schön. Also der Dr. Müller van Issen hat gerade schon mal darauf hingewiesen und er übernimmt jetzt, glaube ich, mal die Führung, denn er kennt sich ja hundertprozentig oder Sie kennen sich schon sehr, sehr lange und deswegen übergebe ich jetzt die Führung an Herrn Dr. Müller van Issen. Ja, vielen Dank, Herr Flöth-Otto. Herr Dorniak, dieser Stand hat ja Botschaften, Emsar neu zu positionieren, anknüpfen an früheren Erfolgsgeschichten von den Pflanzgefäßen. Was sind die Highlights auf dem Messestand auf der IPM 2011? Die Highlights auf der diesjährigen IPM hier sind klar aufgeteilt zwischen Indoor und Outdoor. Zum Thema Indoor stehen wir hier gerade schon an unserer neuesten Promotion, die wir einmal in der laufenden Promotion Summertime hier darstellen. Das ist das Thema Outdoor Living, also draußen im Garten. Dort kombinieren wir also sehr stark die Emsar Haushaltsartikel zu diesem Thema mit den Trendfarben. Und zum Thema Weihnachten 2011 ist neu hier unsere Promotion Christmas, wo wir also auch die neuartigen Stoffübertöpfe in einem ganz speziellen Weihnachtsdekor ebenfalls kombinieren mit entsprechenden Isolierkannen und Accessoires, die zu diesem Thema gehören. Sie setzen also darauf, das Leben im Garten auch noch ein bisschen über die Saison zu verlängern. Respekt für die Idee, auch das Weihnachtsgeschäft hier mit aufzugreifen. Hier sehen Sie die Trendfarben, die also für 2011 angesagt sind. Die haben wir hier auch dargestellt, natürlich auch mit entsprechenden floralen Dekoren untermauert, was Tabletts zum Beispiel sind. Das zeichnet sich aber auch wieder auf dem Geschirr. Das ist zum Beispiel ein sehr hochwertiges Material, Melamin. Salatschüsseln, die wir also praktisch zweifarbig produzieren, zwei Materialien hier kombinieren und wo wir passend dazu natürlich auch Dekore draufbringen und entsprechend die Tellerchen und so weiter immer passend in den aktuellen Trendfarben hier zeigen. Sehr und das wird bei Ihnen produziert? Das wird bei uns produziert. In Emstetten? Sehr erfolgreich, auch im Verkauf, also die Produktion in Emstetten. Dazu passen natürlich entsprechend auch die Kühlbehälter, aber auch Karaffen. Die ganz besonders ist darauf hinzuweisen, bei den Kühlkaraffen, Emsar hat hier eine Variante entwickelt, wo das Kühlpad unter der Karaffe positioniert ist und das Trinkgut, also die Säfte und die frischen Getränke, über 4 Stunden auch die Temperatur halten über diesen Weg. Das, ja, aus dem Kannenbereich, die Erfahrungen sind ja wahrscheinlich dann da übertragen worden. Ja, selbstverständlich. Das sieht man dann auch zum Thema Weihnachten, ja, wo wir hier links praktisch unsere neue Promotion haben. Ganz im Vordergrund stehen also praktisch die sogenannten Softbags. Das sind typische Übertöpfe aus einem hochwertigen Gewebe gearbeitet. In 3 verschiedenen Lagen werden hier Stoffe miteinander kombiniert, die eine feste Unterschale als Basis haben. Das sieht man hier, wenn man in den Topf hineinschaut. Und wir können zum Beispiel durch dieses Krempeln des Materials, das ist diese floristische
Freiheit, die man hier hat, auch verschiedene Dekore nach außen hin zeigen oder aber auch Farben, wenn man das zum Beispiel von der Außenfarbe her dunkelrot, wie es da oben im Regal steht, durch die Skrempeln die Innenfarbe in Weiß sehr, sehr schön mit den Pflanzen, sag ich mal, harmoniert und die Pflanzen hier besonders in Szene gesetzt werden durch die Kontraste der Farben. Ne? Da haben Sie ja gleichzeitig den Vertrieb von in Gartencentern und in Haushaltswarengeschäften und so weiter, haben Sie ja Ihre Vertriebskapazität enorm erhöht. Man muss eines wissen, tendenziell werden die Gartencenter auch mehr das Thema Leben im Haus, genau, auch draußen, ja, im Garten ansprechen. Und dazu gehören auch solche Produkte. Wir gehen einfach mal in den Stand hinein. Sind unsere Gefäße, die wir aus Fiberglas herstellen. Das ist Emser eigene Fertigung in Vietnam. Fiberglas ist ein modernes Material, wo wir bis zu 70% leichter sind als wie vergleichbare Gefäße aus Keramik oder Ton. Und auch die Eigenschaften, die solche Gefäße im Winter bringen müssen, werden bei Fiberglasgefäßen ganz hervorragend abgebildet. Ganz neuartig sind die Kombinationen der Farben, wo wir hier also im Bereich der Fiberglas-Serie von Bicolor sprechen. Das ist eine Wortfindung von Emser. Dort kombinieren wir zwei Farben in einem Gefäß. Man kann das hier sehr schön sehen an dunkelbraunen Farbton in einer Oberflächenhaptik, die dem natürlichen Material sehr nahe kommt. Eine ganz besondere Fertigung zeigt also praktisch dann die Materialien sehr echt. Und in Kombination mit Farben ist dieses Spiel, sage ich mal, ausbaufähig, wo wir also die Zweifarbigkeit hier in einem Gefäß produzieren. Herr Flöth-Otto holt gerade mal so ein Gefäß hervor. Auch das ist eine wunderbare Kombinationsmöglichkeit, einfarbige Gefäße mit diesen zweifarbigen sogar auf der Terrasse zu kombinieren. Ganz hervorragend, wie gesagt, die Oberflächenbeschaffenheit. Wir können das hier links auf der nächsten Präsentationsfläche auch sehr deutlich sehen, wo wir wiederum mit zwei anderen Farben kombinieren. Also hier den Rostfarbton mit Betonfarben. Auch das ist eine wunderschöne Symbiose in Verbindung mit lebenden Pflanzen. Ja, vielen Dank, Herr Doniak. Sie haben jetzt sehr stark auf die Haptik, auf die Anmutung abgestellt, aber ich denke, auch die Funktion, nämlich das leichte Transportieren, gerade wenn man die Pflanzen rein und rausholt, sollte nochmal in den Vordergrund gestellt werden. Sie haben ja hier die Aussage 70% leichter und ich denke, damit erweitern Sie einfach die Anwendung der Pflanzgefäße. Und hinzu kommt noch, sie sind nicht nur leichter und für den Endverbraucher besser zu handeln. Hinzu kommt auch, dass wir hier kaum Energieaufwand betreiben. Also sie werden nicht gebrannt. Es ist auch wie bei der Kunststoffverarbeitung keine Energie notwendig, um dieses Kunststoffgranulat flüssig zu machen, sondern hier wird in Handarbeit in einer Laminiertechnik sozusagen gearbeitet. Und insofern ist das auch noch ein Punkt, wo wir Gefäße herstellen, ohne Energie zu verbrauchen. Herr Dr. Müller von Issen, hier sehen wir denn aus dem gleichen Material Fiberglasfertigung auch das Thema Brunnen für drinnen und draußen. Wir haben hier verschiedene Modelle aufgebaut. Im laufenden Betrieb werden die also den Kunden hier vorgeführt. Diese Brunnen sind immer ausgestattet mit der entsprechenden passenden Pumpe und auch einer LED-Beleuchtung, sodass die Brunnen also auch abends, wenn die Leute wirklich draußen im Garten das noch entspannt genießen wollen, wirklich auch das Wasserspiel mit Licht kombiniert sehen können. Wieder täuschend echt die Oberflächen und Granit oder, ja, Marmor oder was auch immer. Also diese Granitoberflächen, sind die handgefertigt oder handgemalt? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass man so eine Oberfläche so hinkriegt? Also es wird zunächst schon Gesteinsmineral aufgetragen und anschließend dann von der Oberfläche her rau gestaltet. Insofern haben wir dann die Haptik, dass es also wirklich sehr echt wirkt. Aber es ist auch Gesteinsmineral, was wir da oben auch. Also, dann ist das ja, die Erklärung ist ja wirklich einleuchtend. Ja, ganz genau. Respekt für Ihren Mut aus der Seite Emser jetzt in diesen Markt Wasser am Garten, im Garten, am Haus vorzudringen. Sind Sie mit den Marktergebnissen bislang zufrieden? Als Verkäufer darf man nie zufrieden sein.
Aber wir müssen auch bescheiden sein. Wir sind mit der Entwicklung im Jahre 2010 wirklich gut zufrieden. Und die Aussichten für 2011 sind so hervorragend, dass wir also wirklich Mut haben für die Zukunft und neue Produkte auch kreieren und werden diese sicherlich auch auf der nächsten Messe dann entsprechend vorstellen. Ja, vielen Dank für den Einstieg hier zum Thema Wasser im und am Garten. Wasser als Lebenselement für die Pflanze ist der Brückenschlag dann zu den Pflanzgefäßen. Da hat Emser ja auch einiges zu bieten. Denke ich an die modernen Ansätze für das Thema Balkonkasten. Herr Dorniak, da können Sie uns sicherlich auch noch etwas aufzeigen. Herr Dorniak, Wasser ist Leben für die Pflanze. Es muss verfügbar bleiben. Sie haben uns die Lösung angekündigt. Vielleicht können Sie noch einmal dazu einführen. Ja, sehr gerne. Also dieses Aquacomfort-System ist praktisch ein System, wo wir hier am Beispiel unserer Maibox-Säulen einen Pflanzeinsatz haben, wo auch diese sogenannten Dochte, integriert sind. Es wird ganz normal in Erdkultur hier hineingepflanzt. Und Sie sehen an der Bodenkonstruktion, dass wir also hier die Dochte unten aus dem Topf rausragen haben und auch dann praktisch in den Wasservorrat hineinragen. Und rechts in der Ecke ist praktisch der Wasserstandsanzeiger, der oben sichtbar genau die Informationen liefert, wie viel Wasser ist noch im Vorrat drin. Ich denke, um Ihre Worte aufzugreifen, eine hervorragende Lösung von der Funktion her und sicherlich auch von der Akzeptanz bei den Verbrauchern. Thema Convenience ist groß, natürlich. Komfortabel die Pflanzen zu versorgen mit Wasser und mit Nährstoffen ist ein Hauptthema. Und dadurch bekommen alle Endverbraucher den sogenannten grünen Daumen. Ja. Wir haben ein Beispiel unserer Maibox-Kästen hier aufgehängt. Das ist diese Zweifarbigkeit, die wir hier darstellen, wo also praktisch der Rand des Kastens sozusagen einen Akzent bildet. Auch hier ist praktisch der Halter in dem Kasten von unten integriert. Man sieht ihn also vorne nicht. Und das ist für die Außengestaltung von Fassaden sicherlich eine ganz hervorragende Lösung. Das leben wir also auch bei normalen Kästen, die also nicht diese Zweifarbigkeit hier haben. Aber insofern, man muss optisch, sage ich mal, immer vorne anbleiben und dem Endverbraucher neue Lösungen präsentieren. Das ist natürlich von der Optik her eine saubere Sache für Balkone und Geländer im Allgemeinen. Ja. Und da gibt es dann wahrscheinlich dann auch gleichzeitig die Wasserversorgung wieder, genauso wie bei dem großen Kasten, den wir eben gesehen haben. In der Tat, das haben Sie richtig erkannt. Auch das ist ein Pflanzeinsatz ja. Mit entsprechendem Bewässerungssystem und auch den passenden Wasserstandsanzeiger dazu. Sehr schön, vielen Dank. Den dekorativen Kasten da drüben, den haben Sie schon seit einigen Jahren im Programm. Und vielleicht erklären Sie uns da noch mal ein paar Erfolgsgeschichten zu dem Thema. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Die sogenannten Landhauskästen in den Lieblingsfarben. Derzeit haben wir 9 verschiedene Farben, die übrigens über eine sehr bekannte Trendagentur, Global Color Research, für uns erarbeitet wurden. Das ist zunächst mal auch für unsere Haushaltsartikel eine wichtige Basis. Und die Farben übertragen auf unsere Landhauskästen bringen den Erfolg. Hier findet der Verkauf schon sehr früh statt. Hier werden diese Farben in diesen hochwertigen, qualitativ gut anmutenden Kästen schon Anfang Februar starten in den Gartenzentren. Also völlig untypisch für Blumenkästen, die normalerweise für die Beet- und Balkonzeit immer propagiert werden. Wir haben also in Verbindung mit den Sommerblühern praktisch den Effekt, dass wir über unsere farbigen Kästen auch die frischen farbigen Pflanzen sozusagen kombinieren. Der Endverbraucher möchte den Winter sozusagen austreiben. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Damit haben Sie die Brücke und den Bogen zu dem Thema der Messe geschlagen. Wir sind ja hier auf der Pflanzenmesse, aber ich denke, mit Ihren Produkten fühlen Sie sich hier auf der EPM wohl. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die Veranstaltung. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und Sie sind wirklich herzlich gerne wieder willkommen hier auf dem Stand der Firma Emser. Dankeschön.